kein Paar sind, aber beruflich ziemlich eng zusammenhängen. Die beiden müssen auch mit viel Sensibilität und Rücksicht aufeinander eingehen. Davon werden sie uns gleich noch erzählen, denn sie leiten gemeinsam, teilen sie sich eine Pastorenstelle in einer wunderbaren Gemeinde in Bremerhaven. Es gibt viel zu tun und die beiden haben gesagt, so wie es ist in der Kirche seit vielen hundert Jahren, so war es auch okay bisher, aber jetzt wollen wir es vielleicht doch noch mal ein bisschen anders probieren. Und wie unkonventionell sie an ihren Job rangehen, das erzählen uns jetzt Christopher Schlicht und Max Bode. Und jetzt können wir endlich mal zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, weil hier steht nämlich nicht nur wunderbares Essen, das sich ganz eindeutig nach griechischer Machart der wunderbaren Vicky Leandros zuordnet. Das werden wir gleich noch essen. Jetzt trinken wir erstmal ein Schlückchen und zwar von eurem mitgebrachten Feierlikör. Prost. Oh wow. Oh wow. Ganz kurz, ihr Lieben, zu diesem Feierlikör gibt es eine kleine Geschichte. Gerne. Max und ich haben in einer Kellerkneipe gesessen und zu dem Wirt gesagt, was ist denn das Abgedrehteste, was du uns anbieten kannst? Und dann meinte er, ja, das ist ein Feierlikör, aber den wollt ihr nicht. Und dann habe ich gesagt, oh doch, den wollen wir auf jeden Fall. Ihr seht hier unten den süßen Eierlikör und da drüben, darüber den Fernet Branca. Der so bitter ist wie das Leben manchmal. Und es gibt zwei Varianten, die zu trinken. Ihr könnt den hat's eben schon. Vicky Leandros ringt. Vicky Leandros ringt um Atem im Moment. War schon ganz schön. Wenn man nur das Bittere trinkt, dann ist es halt auch bitter. Wenn man es in einem wegzieht, dann hat es halt die Kombination, wie das Leben eben auch ist. Mal und ich habe so gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe das Bittere weggeschüttet und trinke nur das Süße. Genau, mischen, schlucken, wie ihr mögt. Das ist die Einstellung zum Leben, die da gleich durchkommt. Prost! Bei welchen Gelegenheiten wird der Feierlikör bei euch in der Gemeinde gereicht? Also in der Gemeinde, bei Beerdigung. In der Gemeinde trinken wir den eher seltener. Das ist quasi so unser Kultgetränk. Und das Schöne ist, es geht eben in allen Lebenslagen. Also wenn es halt das Leben mal bitter ist, dann ist halt der Fernet da und zeigt dir, dass das Leben halt auch echt krass sein kann. Und wenn es was zum Feiern gibt, dann gibt es natürlich einen Feierlikör. Ja, aber man muss halt bis unten durchhalten, bis sozusagen die Feier, das Feiergetränk auf einen zukommt. Aber dieser Feierlikör ist eigentlich auch ein schönes Bild für die Kirche, denn für Max und mich ist es eine Tradition und wir lieben das. Aber wenn man diese Tradition nicht hat, dann schmeckt das Gerät halt auch echt seltsam. Und so ist es mit manchen Sachen, die wir in der Kirche machen, immer noch. Ja. So, ihr teilt euch eine Pastorenstelle. Das an sich ist ja schon mal ungewöhnlich. Heißt es, der eine muss immer die Sachen machen, die vorne stattfinden auf der Bühne und der andere macht hinten die Buchhaltung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben das tatsächlich so aufgeteilt, dass wir wochenweise arbeiten. Und zwar immer einmal macht Chris eine Woche, dann machen wir eine Woche gemeinsam, dann mache ich eine Woche alleine, dann wieder gemeinsam, weil wir eben auch gucken müssen, dass wir halt nur ein halbes Gehalt haben und dann nicht 100% arbeiten. Das wäre halt auch ein bisschen krass so. Deswegen teilen wir uns das so auf und dann haben wir beides zusammen. Jeder hat so ein bisschen seinen Freiraum und kann selber vor sich hin wursteln. Das stelle ich mir super vor. Aber die Woche zusammen ist schöner, oder? Auf jeden Fall. Ich würde lieber mit jemandem zusammenarbeiten, als die ganze Woche da alleine. Man kann sich super viel abnehmen. Also man sieht sich dann auch echt regelmäßig. Ne? Also das Glas hier zwischen uns ist es auch ganz praktisch. Ja. Genau. Tatsächlich wusste ich nicht, dass das, was ihr macht in der Kirche, in eurer Gemeinde, dass das überhaupt erlaubt ist, weil ihr tatsächlich vor die Gemeinde tretet, auch in euren Gottesdiensten. Ihr habt nicht den Talar an, sondern ihr habt den Kragen, wie man das kennt, aber ihr seht eben so aus, wie ihr heute aussieht. Ich dachte, das geht gar nicht, weil ich dachte, dass die Kirche das vorschreibt. Wir lassen tatsächlich dieses große, schwarze Batman-Kleid auch weg, weil wir Kirche eben anders sein möchten. Also dieses Bild von dem Pastor, der da irgendwie oben schwebt, das fand ich als Kind schon immer seltsam und darum weiß ich jetzt auch, das könnte ich jetzt gar nicht sein. Mhm. Und wir wollen einfach als Pastor genauso lieb und genauso schräg sein wie alle anderen. Eine schöne Geschichte dazu ist, dass vor einer Beerdigung trifft man sich mal zum Trauergespräch. Und beim Trauergespräch habe ich immer was Langärmeliges an, damit meine Tattoos nicht ablenken. Und dann stand ich vor der Tür und wusste nur, da sind die beiden angehörigen Töchter. Hab geklingelt, sie haben aufgemacht. Und dann habe ich gesehen, die sind von oben bis unten tätowiert. Und dann konnte ich eben auch meinen Ärmel hochkrempeln, weil ich wusste, okay, hier kann ich sein, wie ich bin. Und die eine Tochter meinte dann, na, Pastoren können auch tätowiert sein. Das ist neu. Das gefällt mir. Und dann sind wir in die Küche gegangen und sonst sitzt man da immer bei Kaffee und Kuchen. Und sie hat dann nur lächelnd gemeint, weißt du, Vati, kann ich was Richtiges anbieten? Hier ist ein Monster Energy Drink und eine Kippe. Und dann haben wir tatsächlich bei einem Monster an der Kippe das Ding geplant. Und am Ende meinte die ältere Tochter, weißt du, was, so dieses ganze Trauerding, das mache ich eigentlich nur für meine Familie, aber weißt du was, Pastor? Zu dir komme ich. Mhm. Und ich werde bei der Beerdigung sein und dann bin ich danach einfach super glücklich nach Hause gelaufen, total energiegeladen. Einmal, weil sie sich entschieden hat zu kommen und ich hatte mir einen halben Liter Energydrink reingeballert. Also das hat auch Energie. Also es hat natürlich auch hier wieder beide Seiten. Ja.
Das ist natürlich klar. Es gibt natürlich auch Befragungen in eurer Gemeinde, weil es gibt ja viele tätowierte Gemeindemitglieder, aber ich fürchte noch sehr viel mehr untätowierte, etwas ältere. Und die haben natürlich auch Befragungen gemacht und haben sich unterschiedliche Leute rausgesucht. Wir gucken uns jetzt mal an, wie die Befragungen ausgefallen sind. Wow. Das ist kein normaler Gottesdienst. Das ist wirklich kein normaler Gottesdienst. Aber er bringt genau dasselbe rüber wie ein normaler Gottesdienst. Und das ist halt das Tolle auch. Dann hat uns der Gottesdienst gleich so gefesselt, dass wir seitdem jeden Sonntag hierher kommen. Ist ein Muss quasi. Ja, ist ein Muss, ja, auf jeden Fall. Und dann eine Kappe auch beim Vater, unser Beten vom Alter. Also ich wäre am liebsten wieder rausgelaufen. Warum tragen die eigentlich keinen Talar? Ja, Fragen über Fragen. Aber das kommt bei euch natürlich klar, oder? Total. Also wir haben auf jeden Fall mit Gegenwind gerechnet und es gab mal irgendwie einen Zeitungsartikel über uns, der dann die Runde gemacht hat. Und ich habe tatsächlich deutschlandweit Briefe, Anrufe und Mails bekommen. Also Max sagt in seinem Gottesdienst regelmäßig auch scheiße. Das ist allen egal. Aber dass ich eine Cappy auf habe, das geht dann auf einmal gar nicht. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da auch so eine ganz kleine Rebellin in mir. Das heißt, jedes Mal, wenn da so ein Anruf kam, habe ich mir eventuell auch einfach eine neue Mütze dazu gekauft. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, gäbe es auch die Variation, dann einfach zu sagen, okay, gut, dann verzichte ich auf das Cappy, weil letztendlich den Inhalt bestimmt dieses Cappy ja nicht. Du kannst aber ja trotzdem genau andersrum ist es eigentlich, dass wir halt sagen, es ist gerade wichtig, dass der Inhalt eben nicht von den Klamotten ablenkt. Und wir möchten ja gerade zeigen, dass Kirche halt auch völlig normal sein kann. Und es geht halt schwierig, wenn man halt ein schwarzes Akademiker-Innenkleid des letzten Jahrtausends anhat. Und dann ist es halt einfacher zu sagen, okay, wir gehen in unsere normalen Klamotten dahin und reden halt auch so, wie wir sonst reden, weil es halt irgendwie plötzlich total komisch wirkt, wenn wir sonst so sind, wie wir sind und dann nach vorne gehen und mit so einer geölten, weichen Stimme reden und einfach plötzlich nicht mehr wir selbst sind. Das wollen wir halt verhindern. Und so können wir eben auch sagen, du kannst kommen, wie du willst. Denn Gott liebt dich, wie du bist, und du bist hier genauso willkommen. Also einer meiner schönsten Momente war tatsächlich, als dann ein Kollege im komplett Jogginganzug und Cappy im Gottesdienst gesessen hat und es war für alle okay. Ja, also solche Leute hast du sonst tatsächlich nur, wenn die sich verlaufen haben. Weil die, wirklich, die kommen auch natürlich selten morgens um 10 oder auch um 9, wo ja die meisten Gottesdienste sonntags stattfinden. Euer Sonntagsgottesdienst fröhlich um 17 Uhr. Genau, immer um 17 Uhr. Und wir haben einige Leute aus dem Viertel. Wir sind in so einem sozialen Brennpunktviertel. Es gibt einige, die sagen, weißt du was, für dich stelle ich extra um 15 Uhr einen Wecker. Sehr lustig. Klatschen mich nochmal unter die Dusche, um dann für euch fertig zu sein. Das heißt also, in eurer Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven spielt sich gerade eine richtige Generationenrevolution ab, weil vermutlich viele Junge kommen, die sonst nicht den Weg in die Kirche gefunden hätten und vielleicht auch ein paar Alte wegbleiben. Oder habt ihr den Ehrgeiz, die auch noch einzufangen? Witzigerweise haben wir am Anfang am meisten Komplimente von älteren Damen bekommen, die dann halt gesagt haben, ey Jungs, das, was ihr jetzt hier gerade macht, wünschen wir uns seit 20, 30 Jahren so. Und endlich macht ihr das mal. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch die Damen, die dann halt, oder Herren auch, die wegbleiben und denen das nicht gefällt. Aber das Schöne in der Stadt wie Bremerhaven ist, die müssen 1,5 Kilometer weiter in die nächste Kirche gehen und können dann da ihr Zuhause finden. Während wir halt für egal welchen Alters halt die Menschen bei uns willkommen heißen und die dann halt da ihr Zuhause finden, was halt sonst nicht der Fall ist. Mhm. Genau, also, wir haben das auch irgendwie ganz süß beschrieben in unserem Buch. Wenn man in die Kirche reinkommt, das Erste, was man sieht, ist die Kinderecke. Und genauso soll es sein für junge Familien. Das heißt, während des Gottesdienstes laufen die Kids auch rum und laufen über den Altar und springen über die Bänke. Mhm. Und das ist alles cool, weil das Leben soll auch einfach in der Kirche stattfinden. Es soll kein Museum mehr sein, sondern eigentlich viel mehr ein Zuhause. Ja, und es ist immer so natürlich so eine Wand auch zwischen dem, der vorne steht und denen, die da sitzen. Und es ist immer, wenn ein Kind macht, dann machen wir gleich alle so. Und dann hast du schon mal Schweißausbrüche als Eltern, wenn du in die Kirche gehst. Ich gehe ab und zu in die katholische Kirche in Österreich und ich denke mir manchmal, wenn ich rausgehe, ich würde denen gerne mal keine Ahnung, irgendjemanden vorbeischicken, der mit einem sehr alten, greisen Mann, der nicht ein einziges Mal seine Gemeinde anschaut, einfach mal so ein Coaching macht, wie spreche ich überhaupt meine Kunden an? Weil das ist ja Kunden letztendlich. Also es sind natürlich die Gemeinde und so, aber ich finde manchmal,
Ich kann doch nicht im Ernst, also wenn ich eine Moderation heute mache für eine Firma, dann muss ich ja auch mal mein Opening auswendig drauf haben. Oder ich kann nicht die 400. Segen sprechen und das jedes Mal aus meinem goldenen Buch da ablesen. Das ärgert mich tatsächlich, ja, weil ich mir denke, wenn ich da sitze, das haben die schon so häufig gemacht. Ich hoffe, dass ihr das anders macht, weil ich möchte angeguckt werden, wenn ich da sitze und nicht, dass irgendeiner was aus dem Buch vorliest, was er schon 5000 Mal gelesen hat. Unsere Begrüßung ist immer frei und wir sprechen nicht nur im Gottesdienst eine andere Sprache, sondern manchmal habe ich das Gefühl, innerhalb der Woche, dann mache ich auf Instagram mehr Arbeit als Pastor, als dann tatsächlich in meiner Gemeinde. Also meine Kirche bezahlt mich zu einem Viertelteil dafür, dass ich nicht nur in meiner Gemeinde Pastor bin, sondern eben auch im Internet und auf Social Media Pastor bin. Vicky, du bist griechisch-orthodox erzogen. Ist in deiner Kirche, wären solche Pastoren, Priester denkbar? Oder anders gefragt, erneuert sich die griechisch-orthodoxe Kirche auch? Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich in den letzten Jahren sehr erneuert hat. Also das würde es nicht geben. Und ich muss sagen, leider, das wäre wichtig, auch für die jüngeren Menschen, damit sie sozusagen das Wort Gottes, damit sie überhaupt irgendetwas sich anhören. Ja. Und das finde ich bisher, findet es nicht so statt, aber wer weiß. Also ich bin ja immer guter Hoffnung, ja, wir hoffen. Und dass plötzlich irgendwie sich das weiterentwickelt. Das kann wirklich auch passieren. Wir können ja vielleicht als Vorbild, ja, ich würde gerne, wenn Sie irgendeinen Film hätten oder irgendwas, wenn ihr, dann würde ich den gerne mal der griechisch-orthodoxen Kirche zeigen. Wir haben da ein Buch geschrieben. Oh, das können wir arrangieren, dass du das kriegst, Vicky. Aber Felix, wir können ja mal Felix fragen. Ja, Felix ist auch nicht jeden Sonntag in der Kirche. Würde ich jetzt einfach mal so antizipieren. Aber würde dich sowas eher ansprechen, als so wie es jetzt ist? Ja, ich finde es auch total inspirierend. Also mich hat die Kirche auch schon länger verloren. Mhm. Aber ich wusste auch gar nicht, dass es so coole Jungs gibt, die da auch mal alternative Gottesdienste machen. Also bei euch würde ich auch mal vorbeischauen. Ja, und die Kirche, die hätte gerne einen wie dich. Wie viel Kirchensteuer zahlt man? 3%, glaube ich, von allen. Wolfgang, aber vorher würde ich gerne bei Ihnen vorbeigehen. Ja, klar. Ja, ich bin süchtig nach Menschengeschichten. Das ist mit dem Dokumentarfilm ganz besonders 1:1 stumpf zum Problem als in einer anderen Rolle. Wenn ihr noch keine Gäste hattet, also auf euch wäre ich richtig neugierig. Mensch, schon aus dem Grunde, weil was wissen wir in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt eigentlich von Menschen, dass es sowas gibt in den anderen Teilen. Das ist übrigens auch mein Ziel des Filmes, die Menschen miteinander bekannt zu machen, neugierig und hungrig auf ihre Geschichten und ihre Erlebnisse und an der Elbe dort lang zu fahren. Und ich würde mir heute das Patent nehmen und würde sehr, sehr gerne auf euch sehr neugierig sein. Dann haben Sie vielleicht nicht bloß ein Buch. Fantastisch, das läuft doch alles sehr gut. Tatsächlich, meine Frage, ihr seid ja dann flexibel. Also wenn du nicht alles aus dem Buch abliest, das weiß ja jeder, dann kann man natürlich auch auf Dinge eingehen, die in so einem Gottesdienst passieren. Was sind so die Erlebnisse, die euch bisher im Kopf geblieben sind? Was ist passiert in Gottesdiensten, was außer Plan war, aber besonders schön? Es gab einen Moment, der war komplett off-script. Da habe ich gerade gepredigt, wieder irgendwas Liebesversifftes. Und ich habe immer so Mitmachteile in den Predigten, irgendwie mit melden, Fragen, Antworten. Und dann durften alle Leute Fragen stellen. Und dann gab es, als wir eigentlich fertig waren, ein Mädel, was sich gemeldet hat und einfach nur gesagt hat, mein Hund ist gestorben, wo ist denn der jetzt? Und dann habe ich auf meine Predigt geguckt und dachte, das kannst du jetzt nicht mehr halten. Habe das Ding zugeklappt und habe den Rest dieser Predigt mich einfach nur um sie gekümmert. Und habe gesagt, alles, was Gott erschafft, das kommt am Ende auch zu Gott zurück. Und du hast jetzt ganz lange mit deiner Familie auf Muffin aufgepasst, so hieß der Hund, hat sie mir dann erzählt. Du hast mit deiner Familie auf Muffin aufgepasst und jetzt passt Gott auf Muffin auf. Schön. Und dann sind wir am Ende noch zu diesem großen Kerzenständer gegangen. Schön. Und dann durfte sie der Kerze einen Namen geben und dann hat sie die Wir vermissen Muffin-Kerze angezündet. Mhm. Ach, super. Ja, das ist natürlich toll. Das ist aber süß, ja. Persönliche Ansprache. Ist es, du hast es gerade eben schon selber erwähnt, Instagram und überhaupt die ganzen sozialen Medien sind natürlich wahnsinnig wichtig für euch. Ihr wollt auch Leute erreichen, die eben nicht direkt im Umfeld wohnen und um 15 Uhr sich einen Wecker stellen müssen, sondern ihr wollt auch die ansprechen, die bis 17 Uhr pennen und dann trotzdem am Gottesdienst teilnehmen können, nämlich online. Wie sieht eure Arbeit da aus? Viel ist einfach eine ausgestreckte Hand, also zu zeigen, so, was wir halt in unserem Pastorenalltag machen. Und gleichzeitig funktioniert das in beide Richtungen. Also wir haben ja mitten im Lockdown als Pastoren angefangen. Das heißt, wir konnten da gar nicht so viel machen. Wir bezeichnen uns gerne so als Pandemie-Pastoren, weil wir es halt gar nicht anders kennen. Und
über gerade die sozialen Medien konnten wir dann auch unsere Gemeinde kennenlernen. Mhm. Also dadurch, dass die uns folgen, wir denen, gab es zum Beispiel so eine Situation, ich wäre an einer komplett vorbeigelaufen, weil die sich gerade die Haare neu gefärbt hatte. Und ich hatte zum Glück vorher in ihrer Story gesehen, okay, war gerade beim Friseur, neue Haarfarbe. Und dann konnte ich sie halt auf der Straße erkennen. Sonst wäre ich knallhart an ihr vorbeigerannt. Siehst du, es hilft so viel. Und das Bild von Kirche, das ist ja uralt und da ist ja so eine fingerdicke Staubschicht drauf. Aber Kirche selbst ist schon viel weiter. Also wir planen gerade tatsächlich mit der evangelischen Kirche auch ein ganz neues Gottesdienstformat über YouTube mit verschiedenen Varianten, was man abrufen kann, wann man es braucht. Und wir streamen unsere Gottesdienste immer. Die Leute, wir haben ein ganzes Stream-Dream-Team, was den Gottesdienst streamt. Die Leute können dann Gebetsanliegen auch mitten im Gottesdienst einfach eingeben. Und das Nein, das ist ja cool, also total interaktiv. Du genau. bist sozusagen die Frau, die bei Frank Blasberg immer da steht und sagt, und jetzt schreibt hier gerade Karin F., warum geht die Mehrwertsteuer nicht runter und so. Also das macht ihr sozusagen auch mit religiösen Inhalten. Ja. Viktoria, mit welchen Gefühlen hörst du dazu? Du bist genauso jung, aber bist katholisch. Ist das dein Stil oder bist du traditionell? Also ich finde es total spannend und ich würde auf jeden Fall auch vorbeikommen. Also wenn ich da bin, komme ich ganz, ganz fix Du bist vorbei. Häufig mal in Bremerhaven, da ja. kommt man doch immer mal vorbei. Ja, natürlich. Auch wenn man auf der Durchreise ist. Natürlich, bei Supertalent, das habe ich ja zwar nicht mal jetzt, aber ich komme sicher irgendwann mal vorbei. Und wenn ich da bin, dann komme ich. Aber ich bin schon jemand, der an das Oben glaubt, ja, an Gott oder was immer. Also es gibt irgendwas über uns. Und ich bete jeden Abend, ich bedanke mich jeden Abend beim lieben Gott und sage, dass ich so ein tolles Leben habe und dass ich das machen darf, was ich mache. Ja? Und ich gehe auch in die Kirche tatsächlich und zünde ein kleines Kerzchen immer überall an. Also wenn ich die Zeit habe, ja. ist tatsächlich so. Super. Also ein Kerzel. Eine Katholikin und zwei evangelische Pastoren, die sich einig sind. Das ist doch gelebte Ökumene. Ich freue mich sehr, dass ihr uns so wahnsinnig toll aus eurem Leben erzählt habt. Und super Buch, wollte ich noch mal sagen. Und toll, dass ihr bei uns seid. Christopher und Max. Ich habe mich schon verabschiedet. Aber was mich echt krass interessiert, weil ihr meintet, ihr teilt euch die Stelle, teilt ihr euch auch die Bude? Habt ihr so eine Pastoren-WG jetzt? Also, wir haben mal, als wir überlegt haben, Pastoren zu werden, haben wir ein bisschen kitschig an einem See gesessen bei einem Perlwein. Und Max hat in einem ruhigen Moment mich gefragt, Chris, wollen wir dann eigentlich zusammenziehen? Wir haben eine Sekunde überlegt und zeitgleich angefangen zu lachen, weil wir wussten, also ich bin morgens super laut, weil ich ein Frühmensch bin, er ist ein Spätmensch. Und wir wussten, wenn wir zusammen arbeiten wollen, zusammen irgendwie befreundet bleiben und dann auch noch zusammen wohnen und auf einmal über Toilette und Küche reden müssen, dann geht das Ganze in die Hose. Und gleichzeitig hatte das einen riesen Vorteil, weil ich jetzt wirklich in unserem Viertel mitten in diesen Wohnblocks wohne, die da überall sind. Das heißt, ich bin halt nicht nur irgendwie Pastor, sondern ich bin halt auch wirklich Nachbar und habe genauso wie alle anderen im Viertel auch so eine kleine 50 Quadratmeter Wohnung. Und dadurch kommen halt auch nochmal ganz andere Kontakte zustande. Zum Beispiel kam letztens der Sohn meiner Nachbarin hat bei mir geklingelt und meinte so, du Max, meine Mama hat mich hochgeschickt, wir hatten es heute in der Schule, da hat meine Lehrerin gesagt, wie ist das eigentlich mit den Dinos so? Und meine Mama wusste das auch nicht und deswegen soll ich dich jetzt fragen, wie ist das denn mit den Dinos und der Bibel? Und oh nein! War mir klar, ja klar, da kommt man natürlich in Konflikt, wenn man die normale Evolution und Adam und Eva dann, oder hast du das dann geschafft? Genau, mir war halt klar, okay, das geht jetzt nicht an der Tür, so, dann habe ich gesagt, gut, komm, wir gehen runter, wir setzen uns erstmal bei dir in die Wohnung und habe ich dann erklärt, dass, ja, die einfach vergessen wurden, in die Bibel reinzuschreiben, die Dinos, weil die Leute das damals halt nicht wussten. Aber dass das ist eine schöne Erklärung. Das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe.